Hallöchen, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Nikolaus. Heute geht's los, die Wände zu dämmen. Ich möchte gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Vielleicht kommt der eine oder andere ja auch auf die Idee, das zu machen, um einfach Energiekosten zu sparen, wenn jemand einen kleinen Raum hat und er möchte eben, so wie ich es mache, über die Heizung den ganzen Raum, die Terrarien beheizen, ohne extra Lampen, pipapo. Natürlich mache ich nachher noch LEDs drauf, drüber, einfach damit man die Tiere auch ein bisschen besser beobachten kann. Ne? Aber ja, ich habe jetzt hier Styropor, zwei dicke Pakete voller Styropor. Die sind 1 cm dick, reicht völlig aus. Ich möchte jetzt ja auch nicht 5 cm vom Raum Verlust machen. Das wären ja auf jeder Seite dann schon fast 5 cm, wären 10 cm in den Raum rein, die mir fehlen könnten. Natürlich macht das jetzt nicht den großen Unterschied, 5 oder 10 cm. 1 cm reicht aber völlig aus bei mir hier. Und ja, ich mache das fest mit Styroporkleber. Den kann man kaufen, alles super. Wenn jetzt jemand sagt, oh, ich wohne gar nicht in meinem eigenen Haus, sondern in einer Wohnung oder bei Mutti und Vati noch, gibt es eine gute Alternative, um Styropor an die Wand zu bekommen, und zwar mit doppelseitigem Klebeband. Das könnt ihr euch einfach zuschneiden, macht 5 Dinger hinten drauf, an der Wand ein bisschen dran rubbeln, damit die Kleber auch gut halten. Und wenn ihr es dann irgendwann mal wieder abmachen müsst, weil ihr auszieht, eure Eltern euch rausschmeißen, keine Ahnung, der Puff verkauft wird, dann könnt ihr die einfach abnehmen und dann sind da kaum Spuren. Wenn ich natürlich ranklebe, bei mir soll es für die Ewigkeit halten, also für maximal 3 Jahre, weil ich dann sowieso wieder umbaue, ich kenne mich doch, also ist das gar kein Thema. Müssen wir die Wand vorbereiten? Müssen wir nicht. Natürlich können wir noch die ganzen Löcher und so zuschmieren, mache ich aber nicht, weil es a, mir zu viel Aufwand, b, stört es mich nicht, kommt sowieso Styropor vor und ja, also, ich hoffe, dieser kleine Tipp hat euch geholfen. Ich fange jetzt an und dann zeige ich euch nachher nochmal das Endresultat. Ich will mit der Wand anfangen und dann hier rüber einmal im Kreis. Ja, also ich habe hier 1 cm Stärke. Ich habe hier 2, 4, eine Stunde später. 26, 2 Stunden später. 38, 40, 42. 42, 3 Stunden später, 53 Styroporplatten, nein, doch, 1 Meter breit, 1 Meter 50 lang, davon 2 Pakete, also 106 Stück, also es sollte eigentlich ausreichen für den Raum, ich hoffe es, so hat es mir der nette Verkäufer, ich habe ihm die Quadratmeterzahlen vorgelegt und er sagte, ja, solltest du mit auskommen, weil ich sagte, ich habe noch ein paar Platten, und zwar die Platten, die da hinten hängen, die möchte ich nachher nehmen zum Stückeln, für oben, für die Leiste und so. Und ja, einfach, ich fange einfach an und zeige euch nachher, wie es aussieht. So, kleines Update. Erste Wand von unten bis oben, check. Zweite Wand von oben bis unten, check. Dritte Wand von unten bis oben, check. Große Wand ungecheckt. Andere große Wand ungecheckt. Also, 3 Wände habe ich jetzt geschafft in circa 2 Stunden. War gar nicht so wild. Das Einzige, was wirklich ätzend ist, ist dieses Stückeln. Da oben, dieses da, dann hier bei den Rohren und Kabeln und habt ihr nicht gesehen. Und man sieht es auch, hier und da ist mal eine kleine Lücke. So wie hier zum Beispiel. Da kommt nachher einfach nochmal Styroporkleber rein. Dann sind die Dinge auch zu und dann ist das total isoliert. Also, die Wand noch und dann ist hier wieder Aufräumen angesagt. Ich bin jetzt bei der Hälfte des ersten Paketes. Ja, man sieht schon, es ist ein bisschen was gefallen. Zum Glück habe ich ja gestern erst gestaubsaugt. Shit happens. Aber ist soweit alles gut, ne? Und ich denke mal, ich werde nachher noch ein bisschen weitermachen, so dass wir morgen den Teppich einlegen können. Ja, also seid gespannt weiterhin. Es geht voran, bald geht's los zum großen Dekorieren, Einrichten.
auf das, wo ihr euch wahrscheinlich am meisten drauf freut. Aber ich habe ja gesagt, von A bis Z nehme ich euch mit auf diesen Weg. Und ja, ich bin jetzt hungrig. Wir sehen uns. Ciao!